YouTuber German Male Hot Compilation. Jetzt wird's weird. Gibt es Sexiest? Gibt's so Hot German Male YouTuber? Deutsche YouTuber. Müssen wir auch mal gucken. Männlich hot. Die 10 hübschesten YouTuber Deutschlands. Aha. Von Need to Know. 3709. Können wir uns ja eigentlich angucken, oder? Gibt's nicht, ne? Ja, dass ich das bin, weiß ich natürlich. What the fuck? Aber. Komm, wir gucken mal ganz kurz hier, was Need to Know hier. Die hübschesten YouTuber Deutschlands. Gucken wir mal ganz kurz. Wieso ist hier Adolf Hitler drin, Alter? 79 Leute haben abgestimmt für den... warte, echt? Euer Ernst? Es wurde wirklich 7-mal für Hitler abgestimmt. Euer Ernst? Wirklich? Adolf, mit 7 Stimmen kommst du hier leider nicht rein. Du brauchst 10-mal mehr als das und ja. Schade, schade. Auf jeden Fall, falls ihr für die nächste Liste mit abstimmen wollt, müsst ihr einfach diesen Kanal penetrieren. Abonnieren. Ja. Und dann lade ich ein Video dazu hoch. Und dann Benachrichtigung von Drache offiziell, könnt ihr, Alter, abstimmen. Digga. Die nächste Liste, das wär's dann. Wir fangen jetzt direkt an. Los geht's. Ja, stark, stark, stark. Auf den 10. Platz mit 90 Stimmen und 2,4% steht der gute Tubo. Moment, also wenn ich hässlich als Tubo bin, bin ich raus. Musiker, Beatmacher, YouTuber, muskulös und dabei noch gut aussehen. Ah, Tubo ist schon heiß, ne? Da fragt man sich eigentlich, was will man bitteschön mehr? Vielleicht ein paar Haare? Ja, recht hat er. Ja, okay, auf jeden Fall steht Tubo auf den 10. Platz von den hübschesten YouTubern Deutschlands. Schön. So's. Ja, sieht man. Ja. Ja, doch, schön. Dann auf den 9. Platz mit 91 Stimmen und 2,4% steht Emra. Ja. Dieser türkische Boy sieht zugegeben schon wirklich fresh aus. Muss man mal sagen, mit seinem blauen Auge. Ja, ja, das ist einfach. Schwarze Haare, ja. Seinen schönen Bart. Ja. Und seinen nicen Style natürlich nicht zu vergessen. Ja, die Garden hat er von mir geklaut. Ja, gut. Bademantel, das ist dein Ding. Doppelmittelfinger gehen raus an Emra. Keine Ahnung, was das gerade war. Auf jeden Fall steht der Emra auf den 9. Platz. Also ist schon weird, oder? Captain Chucky TV, danke schön für deine 5 Euro und danke für den Euro, Herr. Dann auf den Adolf. 8. Platz mit genau 100 okay. Stimmen. Bin ich auch dabei? Und was glaubt ihr? 2,6% steht Tadellini Tadilus. Nee, dann bin ich nicht dabei. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Es war schon irgendwie klar, dass Tadel in dieser Liste mit reinkommt, oder? Dieser Typ ist einfach so ein hübscher Boy, ne? Dann bin ich nicht dabei. Dann bin ich nicht dabei, Leute. Dann bin ich nicht dabei. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hashtag I would go full homo for Tadel. Ah, so hübsch, Alter. Ja, Mann. Oh, so ein Hübschi. So's, dann auf den 7. Platz mit 153 Paluten. Stimmen Paluten und 4,0% steht der gute Apo. Apo, das heißt erstes Red. Warte, was sagtest du gerade? Das heißt erstes Red. Apo kauft nur Luxusware, KDM. Apo. Yikes. Yo, alles klar, Diggi. Man muss zugeben, Apo Red sieht schon wirklich ziemlich fresh aus. Ja, Frisur absolut. Frisur sitzt, 6 out of 9, Outfit passt, 5 out of 7. Genau. Wenn man ihn mal mit sein früheres Ich vergleicht. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, früher trotzdem fresher than you gewesen. Muss man sagen, hat er sich wirklich krass geändert. Was findet ihr? Wer sieht besser aus? Der frühere Apo oder der heutige Apo? Ja, ja. Okay. Ja, Bro. Dann auf den 6. Platz mit 158 Stimmen und 4,4% steht der gute
Dena. Oh. Ja, es gibt eigentlich viele Arten von Denas. Mhm. Den Slav Dena, den ja. Apo Red Dena, den Dead Adam Dena ja. und den Sport. War Corona Dena. Sportlichen Dena. So sportlich ist Dena selber nicht, ne? Der fährt nur sportliche Autos. Doch alle Denas sehen gleich hübsch aus. Oh, war das nicht süß, Dena? Willst du mich jetzt heiraten? Heirate mich jetzt, Dena! Ja, auf jeden Fall steht Dena auf den sechsten. Ja. Platz. Okay. Toll. Wirklich tolle Bilder, toll. Schaut euch dieses Lächeln an, Leute. Also unglaublich, wie der Junge aussieht. Auf den fünften Platz mit 170 Stimmen und 4,6% steht. Warte, was? Da. Oh. Steht GLP. Also, man weiß ja nicht, wie. Also, man weiß ja nicht, wie GLP aus. Wie soll man für GLP abstimmen, wenn er sich jedes Jahr erneut zeigt und jedes Mal anders aussieht, frage ich mich irgendwie. Yo, alles klar, Diggi. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn man sich mal seine süße Stimme anhört, dann kann er doch nicht anders als hübsch sein. Ja, ja, I would go full gay for German Let's... Okay, das wird mir zu lang. Ja. German Let's Play auf den sechsten Sehr Platz. Schön. Ach Junge, sein Instagram-Account, Alter. Oh Junge, so schön, guck mal. Oh mein Gott, GLP ist so schön, Leute, guck mal. Machen Wahnsinn. Wir direkt weiter mit dem vierten Platz. Nämlich auf Platz 4 mit 183 Stimmen und 4,8% Paluten. Steht... Tanzverbot? Ja, Mann. Tanzverbot? Ja, Mann, Digga. Warte, habe ich das richtig gelesen? Ich sehe Tanzverbot da ganz klar auf der 1, Leute. Tanzverbot ist so hübsch, Leute. Hier ist ein Tanzi... Ach du Scheiße. Aber es ist schon irgendwie verrückt. Tanzverbot sucht schon seit Jahren vergebungslos nach einer Freundin, obwohl er mit 183 Stimmen auf den vierten Platz steht von den hübschesten YouTubern Deutschlands. Vielleicht trauen sich die Mädels einfach nicht an ihn ran. Wer Tanzverbot weiß. Ist halt auch oder haben einfach nur nie. Jungs für Tanzverbot. Bro, was soll das? Stimmt, das kann natürlich auch sein. Aber so wie Scott wollte, steht Tanzverbot auf den vierten Platz von den hübschesten YouTubern Deutschlands. Wo war er da? Ist er in der Schule oder Fahrschule? Was ist das? Oh Junge, so ein Augenweide, Junge. Augenschmaus. Oh Digga. Mm. Auf den dritten Platz wunderbar, mit wunderbar. 251 Stimmen und 6,6% steht Concrafter. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Plan mehr, was ich sagen soll. Irgendwie ist mir mein Skript ausgegangen. Also, hier sind Perfekt. Ein paar Bilder von Conny. Das ist da, wo er geheult hat, weil er in den Club reinkam. Ja, Lukas ist halt hässlich, was soll ich sagen, ne? Hässlicher Wichser. So, jetzt wird's langsam ernst. Auf den zweiten Platz. Ja, ich bin nicht dabei, Platz ich bin nicht dabei. Was soll ich sagen, ne? Sie stimmen Pech und 7,3% steht Paluten. Ja, ja. Und ja, ich habe immer noch keinen Plan, was ich sagen wusste, soll. Also ja, machen wir schnell und schmerzlos. Paluten auf den zweiten Platz. Ja, ja. Ja. Naja, ich fühl's auch. Mein ehemaliger Mitbewohner hat es geschafft, wisst ihr? Ich bin nicht auf der 1, Leute. Auf den langersehnten ersten Platz mit 539 more fucking Stimmen. Ja, ja, Unge. Und 14,5% steht der Prinz. Ach so. Nicht Spaß. Auf jeden Fall steht Julian Bam auf dem ja, ersten okay, Platz. Gut. Also Unge war... Tanzen, Klavierspiel. Ja, okay. Also Unge war nicht drin, Monte war nicht drin, Papa Platte war nicht drin, Trimax war nicht drin. Also dann ist es auch gar nicht so relevant, wenn ich nicht dabei gewesen ist. Den ne? Video bearbeiten, singen, alles kann der und dann sieht er noch gut aus. Mir fällt gerade auch auf, dass er schon dreimal auf den ersten Platz gewählt wurde. Einmal für den besten Song, einmal für den besten YouTuber und jetzt für den hübschesten YouTuber. Digga. Toll. Bei dir läuft ja richtig, Julian. Bro, also wirklich. Komm nach Emskirchen, insane. Um genau zu sein, Altschauer Berg 8 und... Bro, halt dein Maul, Alter. Ja, nee, stark, also wirklich, ganz toll, Mann. Das war wirklich super, super insane. Es war echt geil und ich bin wirklich froh, dass das so gut funktioniert. Oh, Bro, wollen wir jetzt wirklich... Okay, ziehen wir uns das rein, Leute. Ich habe gerade ein Video zugeschickt bekommen. Warte, ich hol mir kurz einen Red Bull. Alle wissen doch, dass ich der Hübscheste bin. Was soll denn die Scheiße eigentlich? So!